Gefallen am Wettbewerb haben wir nun schon viele Jahre. Und das ist insbesondere darin begründet, dass es ein sehr kreativer Wettbewerb ist, der sich mit den Problemen unserer Innenstädte auseinandersetzt und mit diesen zentralen Bereichen auch in den Ortsstrukturen. Da diese Themen, ich glaube mal, alle Kommunen bewegen und man sich in diesem Zusammenhang ständig was Neues überlegen sollte und Veränderungen vornehmen sollte, wenn was nicht funktioniert, da ist so ein Wettbewerb eine ganz willkommene Möglichkeit, um einfach da was Neues zu schaffen und auf den Weg zu bringen. Dazu braucht man Leute, ein Team im besten Falle und natürlich auch die Bürger, die bei der ganzen Thematik mitgenommen sein wollen. Unser Ort Wingdorf möchte schon seit 2011 den Dorfplatz, den Sie ja hier sehen, der ist doch ganz schön trist und hat sich auch in den letzten Jahren überhaupt nicht verändert, wirklich zu einem Dorfplatz als Begegnungsstätte für Jung und Alt. Und wir sind sehr froh, der Ortschaftsrat und auch die Einwohner von Wingdorf, dass wir von Oederan für diesen Wettbewerb eingereicht worden sind und auch wissen, dass es nun endlich losgeht. Wir haben gedacht, dass das alte Busfahrerhäuschen hier abgerissen wird. Und dafür wollen wir so eine kreative Hütte bauen und dazu viele, viele Sitzgelegenheiten für die Jugendlichen, aber auch für eigentlich alle Generationen. Für das Projekt Ab ins Dorfzentrum, die Ortsteilinitiative Oederan, erhält die Stadt Oederan einen zweiten Preis in Höhe von 20.000 Euro. Applaus